Mit dem letzten One Piece Kapitel haben wir endlich so gut wie alle Früchte der Blackbeard Piratenbande enthüllt bekommen und viele haben gar nicht auf den Zettel, wie gefährlich diese Crew ist und wie gefährlich die Kombination dieser Früchte eigentlich sind. Denn wie bei jedem Move, den Blackbeard macht, hat er sich natürlich auch bei dieser Auswahl der Teufelsfrüchte für seine Crew einen klugen Plan überlegt. Deswegen analysieren wir jetzt jedes Crewmitglied und die dazugehörige Teufelsfrucht. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Kommen wir erstmal zu Jesus Burgess. Jesus Burgess ist ja schon einer der ältesten Crewmitglieder von Blackbeard und der hat eine Paramecia bekommen, die perfekt auf ihn zugeschnitten ist. Er war ja schon immer eher so der bulky, der starke Typ, der Tank so, der zwar auf Dressrosa wiederum verkackt hat gegen Sabo, aber da hatte er höchstwahrscheinlich diese Teufelsfrucht noch nicht. Also so müssen sie diese Frucht jetzt auch nach Dressrosa bekommen haben, wo ja nicht so viel Zeit eigentlich mehr jetzt vergangen ist. Die Stärke oder die Power-Teufelsfrucht, die er jetzt bekommen hat, erlaubt es ihm zumindest jetzt einen riesigen Berg hochzuheben und wir wissen halt nicht, wo da die Grenzen sind und wir kennen ja auch noch nicht das ganze Ausmaß dieser Frucht, aber eine Paramecia, Power, eine Stärke-Teufelsfrucht für diesen eh schon starken Charakter, körperlich physisch stark meine ich, ist absolut klug, denn sie haben ja auch gewartet, wahrscheinlich genau auf diese Teufelsfrucht. Blackbeard hat ja das Buch der Teufelsfrüchte studiert, so heißt es, die Bilder und die Namen der Teufelsfrüchte hat er studiert, so konnte er ja auch für sich die Finsternisfrucht perfekt saven und sie hatten ja schon die Möglichkeit, weitere Früchte zu kriegen und die auch dann theoretisch dieses Burgess zu geben, aber sie haben gewartet, bis er diese Teufelsfrucht kriegt. Wir kennen sie halt noch nicht richtig, aber ich stelle mir mal vor, wenn er damit jemanden jetzt einen richtigen Schlag ins Gesicht haut, mit voller Kraft und dieser Teufelsfrucht könnte das schon den Charakter gefühlt kilometerweit irgendwie nach hinten schleudern. Natürlich die Frage, wie viel bringt das gegen jetzt extrem krasse Haki-Nutzer, die mit Rüstungshaki und so krasser arbeiten. Aber allein im Kampf gegen Law hat er schon einen Berg hochgehoben und geworfen. Einer der gefährlichsten Crewmitglieder von Blackbeard mit der neuen Teufelsfrucht, die wir jetzt endlich enthüllt bekommen haben im Kampf gegen Law, ist Van Ogre. Der eigentliche Scharfschütze, wo man ja denkt, okay, der ist überkrass. Es wurde gesagt damals schon, dass er um die Erdkrümmung schießen kann, als wir das allererste Mal ihn gesehen haben, wo einfach die Möwen aufs Schiff von der Strohpiratenbande gefallen sind. So und sie aber am Horizont noch nicht mal eine Insel gesehen haben. So, also er kann so weit gucken und so präzise schießen, eine Möwe zu treffen. Kilometer weit ist schon überkrass. Und er hat jetzt, wie gesagt, die Teleportationsteufelsfrucht bekommen. Und da muss man halt gucken, wo sind da die Grenzen. Viele sagen, er kann teleportieren, wie er will. Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann sich nur so weit teleportieren, wie weit du gucken kannst. Aber wen hättest du die Frucht besser geben können als Van Ogre, der um die Erdkrümmung schießen kann, eine Möwe auf mehrere Kilometer sehen kann überhaupt schon. Und er kann halt auch andere Charaktere teleportieren. Viele behaupten, er kann einfach so jetzt teleportieren und das ist halt das Gefährliche. Wenn das wirklich so eintrifft, dass er einfach immer wie er will teleportieren kann, dann frage ich mich trotzdem, warum sie überhaupt ein Schiff benutzen. Dann könnten sie ja sich immer teleportieren, die Crew. Deswegen, ich glaube, sie müssen zumindest, oder der Nutzer der Teleportationsfrucht muss zumindest das Ziel, wohin er teleportieren will oder Leute hin teleportieren will, muss er sehen. Was aber immer noch für Van Ogre richtig, richtig schlimm und gefährlich ist. Und der könnte ein Riesenproblem werden. Wer meiner Meinung nach ein bisschen Fail ist, also als einziger von der Crew von Blackbeard, würde ich ein bisschen als Fail irgendwie Shiryu betiteln. Also Shiryu war für mich immer so der Stärkste nach Blackbeard eigentlich, weil er sollte ja auf Magellan-Level sein. Magellan war ja schon so krass, der hat ja auch die Blackbeard-Piratenbande besiegt. So, und Shiryu war oder ist immer noch circa auf Magellan-Level. Wahrscheinlich ist er jetzt noch stärker. Er hat ja auch sein Schwert wieder. Er wird Shiryu des Regens genannt. Warum der Name auch noch? Das wissen wir auch nicht. Wegen Blutregen oder so. Keine Ahnung. Der ist ja ziemlich brutal. Und da hätte ich mir auch irgendeine krasse Schwertkämpferfrucht gewünscht. Aber dass er jetzt die Unsichtbarkeitsfrucht von Absalom bekommen hat, finde ich irgendwie komisch. Also, Blackbeard wird sich schon einiges dabei gedacht haben. Das sind ja alles so taktische Früchte. Wenn wir auch gleich nochmal zu Katharina Devon kommen oder Van Ogre schon mit der Teleportationsfrucht. Das sind alles so taktische Früchte und wahrscheinlich wird er sich auch was dabei gedacht haben. Ich frage mich nur, was bringt es einfach unsichtbar zu sein in so einer krassen neuen Welt jetzt in One Piece, wo alle irgendwie Vorhandungshaki und Haki beherrschen? Kann ich mir vorstellen, dass man auch die Präsenz von ihm irgendwie spüren kann? Und es ist ja eigentlich so eine kleine Verpisserfrucht für jetzt so einen krassen Charakter wie Shiryu. Irgendwie ein bisschen komisch, deswegen ich bin gespannt, was man damit noch machen kann oder was wir damit noch sehen und warum Blackbeard diese Frucht für ihn ausgewählt hatte, weil er hat Absalom dafür kaltblütig umgebracht. Bei San Juan Wolf weiß ich immer nicht, was ich von ihm halten soll. Der ist so groß wegen seiner Teufelsfrucht. Er kann mit seiner Teufelsfrucht sich selber größer machen. Da frage ich mich, kann er sich jetzt immer noch weiter größer machen und kann er sich auch wieder kleiner machen? Kann er andere Leute größer machen? Kann er Gegenstände größer machen? Da frage ich mich wirklich, wie die Teufelsfrucht funktioniert. Es ist höchstwahrscheinlich eine Paramecia und er hatte diese Teufelsfrucht ja auch schon bevor er Blackbeard beigetreten ist. Das bedeutet, das ist jetzt nicht so eine perfekt gehandelte Frucht auf diesen Charakter. Höchstwahrscheinlich. Weil er war ja schon von Anfang an so groß und ist vielleicht eigentlich nur die Größe von ihm das Problem am Ende und gar nicht die Frucht, sondern die Frucht hat er damals gegessen, hat sich selber größer gemacht und ist dadurch jetzt
einfach krasser geworden. Aber er muss ja irgendwas drauf haben, so. Irgendwas muss er ja irgendwie können. Deswegen, sehr interessant. Genau wie Vasco Shot, für mich auch eigentlich eher ein Quatsch-Blackbeard-Charakter, aber der wird auf jeden Fall extrem gefährlich sein. Der war bei den gefährlichsten Kriminellen eingesperrt in Impel Down. Und ich glaube auch, er hatte die Frucht schon vorher. Die Schluck-Teufelsfrucht, wo er wahrscheinlich irgendwie Alkohol produzieren kann oder so. Es wird die Gluck-Gluck-Frucht genannt, so ganz komisch. Also ist noch nicht richtig definierbar. Aber es geht halt in diese Alkoholrichtung so. Und er ist ja auch der Heavy Drinker oder so, wurde er immer genannt. Und ich kann mir vorstellen, dass er so an diesen Drunken Master irgendwie angelehnt ist, dass er so unvorhersehbar kämpft am Ende, weil er einfach betrunken ist so ein bisschen. Aber er meinte ja auch schon jetzt im letzten Chapter, dass er die ganze Insel niederbrennen könnte oder so. Also Alkohol brennt, vielleicht kann er auch irgendwie Feuer mit dem Alkohol entzünden und irgendwie so auch Feuertechniken anwenden, könnte ich mir auch vorstellen. Ist jetzt auch nicht so das taktische Übermitglied von Blackbeard, aber trotzdem bin ich irgendwie auch gespannt auf ihn. Allgemein, ich bin fast auf alle Blackbeard-Charaktere gespannt, wie sie denn mal wirklich kämpfen. Also wir sehen sie ja nie richtig kämpfen. Vielleicht haben wir jetzt auch die Möglichkeit, dass wir die jetzt nochmal kämpfen sehen auf Beehive gegen die Sword-Einheit. Diese Techniken zum Beispiel von Vasco Shot. Von Katharina Devon haben wir schon die Technik gesehen, dass sie sich wirklich einfach verwandeln kann. Sie hatte sich in Absalom verwandelt, um Gecko Moria reinzulegen. Sie hat die neunschwänzige Fuchsfrucht, eine mystische Zoan-Frucht. Und sie kann sich einfach verwandeln, wie sie will. Und deshalb halt immer der Gedanke in jedem Arc, auch jetzt gerade auf Egghead, ist sie vielleicht da? Tarnt sie sich gerade als ein Charakter? Und für mich ist sie auch wirklich taktisch zumindest eines der krassesten Mitglieder von Blackbeard. Weil mit dieser Frucht kannst du einfach alle infiltrieren. Du kannst solche krassen Moves machen. Sie könnte sich verwandeln irgendwie als gefühlt einer der fünf Weisen oder so, jetzt als Saturn oder so. Stell dich mal vor, sie verwandelt sich als Saturn und kommt zurück irgendwie. Und der echte Saturn wird irgendwo festgehalten oder sowas. Und so kriegt Blackbeard die krassesten Informationen über alles raus, über Imsama und sonstiges, das Fünf-Weisen-Infos. Also theoretisch könnte man mit dieser Frucht so krasse Sachen machen. Bin nur gespannt, ob wir das nochmal sehen. Eigentlich schon. Eigentlich muss Oda das auch nochmal benutzen dann so. Wen er letztes Chapter benutzt hat, ist Avalo Pizarro. Und wir haben uns immer gefragt, was wird der Typ drauf haben? Er wurde immer korrupter König genannt. So wahrscheinlich war er irgendwo mal König und ist dann korrupt gewesen und so, okay. Er war auch bei den schlimmsten Kriminellen eingesperrt. Er muss irgendwas Krasses drauf haben. Ich glaube aber, die Teufelsfrucht, die wir jetzt von ihm gesehen haben, die Island-Teufelsfrucht, die Insel-Teufelsfrucht, ist eine der gefährlichsten überhaupt aus Blackbeards Crew. Vielleicht sogar die gefährlichste, wenn man Blackbeard jetzt mal rausnimmt. Und ich bin jetzt fast auf seine Frucht noch am meisten gespannt, was die drauf hat. Was soll man damit machen können? Wir haben es so ein bisschen gesehen, er kann die ganze Insel irgendwie kontrollieren, beziehungsweise erstmal spüren. Er hat es so mäßig kitzeln gespürt irgendwie, als da Corby rausgebrochen ist und die Sklaven abgehauen sind und alles. Also hat er die komplette Übersicht, die komplette Kontrolle über die ganze Insel erst einmal. Und er meinte auch, er kann sie einfach zerstören und er will sie nicht zerstören wegen Blackbeard. Also er kann auch irgendwie die Insel dann komplett steuern. Berge, Gebäude wahrscheinlich irgendwie verbiegen, wie er will. Also das ist so krass. Und das auf die ganze Insel? Also wie groß? Also Alabasta, Sand Island ist auch eine Insel, aber die ist halt Kilometer, hunderte Kilometer groß. Das ist ein Riesending. Also wo sind da die Grenzen? Aber auch taktisch perfekt. Die komplette Kontrolle und Übersicht über ein Schlachtfeld, über eine Insel zu haben, ist schon so krass. Mit Van Oga kann man sich dann überall hin teleportieren. Also das ist schon die krasseste Kontrolle so schon mit den Crewmitgliedern. So, und dann haben wir ja noch zwei weitere Mitglieder. Eigentlich drei. Zum einen Doc Q und Stronger natürlich nicht vergessen. Erstmal Doc Q natürlich mit der Krankheitsteufelsfrucht. Der wirkte schon immer so auf seinem komischen Gaul Stronger so krank und auf jeden Fall nicht fit. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er diese Frucht schon länger hat. Wenn nicht, perfekt für ihn gehandelt. Er kann einfach Krankheiten und irgendwelche Viren und sonstiges über Distanz einfach auf Leute anwenden. Also das ist auch so krass. Und da ist halt die Frage, wie weit geht das? Also welche Krankheiten denkt Oda sich noch aus für diesen Charakter, die der irgendwie weitergibt? Und nur mal dran erinnern, nochmal an Onigashima mit diesem Eis-Oni-Virus, der da ausgebrochen ist und Leute umgebracht hat. Und der war auch gefährlich, also auch für die Crew jetzt. Chopper hat es gerade noch hingekriegt und das wird natürlich am Ende der Kampf zwischen Chopper und ihm. Chopper wird wahrscheinlich immer direkt das Gegenmittel irgendwie zusammenbrauen müssen oder sonstiges. Wir haben aber auch gesehen, dass Law mit seinem Haki, weil das Haki stark genug ist und dem von Doc Q überlegen ist, konnte er aus diesem einen Virus ausbrechen. Aber auch eine Teufelsfrucht, die man theoretisch im Geheim irgendwo heimlich anwenden könnte, über Distanz auf Leute und die werden auf einmal krank, wissen nicht warum. Also da könnte man auch richtig krasse Intrigen mitspinnen. Und sein Pferd Stronger hat einfach eine mystische Zoan bekommen, Leute. Eine mystische Zoan, eine Pferde-Teufelsfrucht, mystische Zoan, Typ Pegasus. Einfach als fliegendes Mount, glaube ich. Also da wird nicht, glaube ich, noch mehr reininterpretiert oder irgendwie so eine mystische Nika-Gottheit, sondern am Ende raus, das ist einfach, glaube ich, ein fliegendes Mount, was aber perfekt auch ist für die Crew. So, und dann gibt es natürlich noch den letzten, den man nicht vergessen darf, wo wir seine Teufelsfrucht noch nicht enthüllt bekommen haben, und zwar Raffet. Was ist Raffet für ein Typ? Er konnte damals schon nach Mary Joa einfach hochfliegen. Er hat ja irgendwie Flügel auf dem Rücken, die er wachsen lassen kann. Weiße, große Flügel. Jetzt nicht Himmelsmenschenflügel, sondern irgendwelche weißen, größeren Flügel. Er kann Leute hypnotisieren. Also frage ich mich echt, was für eine Teufelsfrucht ist das? Viele denken, das ist die mystische Zoan-Typ Sirene. Ein Fabelwesen sozusagen, welches auch fliegen kann und Leute hypnotisieren kann und sowas. Okay. Kann mir vorstellen, dass es nochmal was anderes ist. Aber er ist auf jeden Fall auch so ein kleiner, hinterlistiger
Schauspieler, taktischer Typ und der ist höchstwahrscheinlich mit Katharina Devon und Kusan, den man jetzt auch schon dazu zuzählen muss, auf Egghead, beziehungsweise vor Egghead mit dem Schiff. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Raffet ist eigentlich für mich der perfekte Kandidat dafür und irgendwie finde ich Raffet besonders gefährlich von der Blackbeard Piratenbande, weil man ihn halt so schwer einschätzen kann. So, und bei Kusan brauche ich halt gar nicht viel erzählen. Ihr habt gesehen, was Kusan alles kann. Wenn er jetzt wirklich ernsthaft loyal bei Blackbeard ist, dann ist das ein Riesenproblem. Stärketechnisch wohl mit Abstand der Stärkste unter Blackbeard. Und damit ist die Crew von Blackbeard eigentlich stärketechnisch zumindest enthüllt, bis auf Raffet. Natürlich kennen wir die einzelnen Früchte noch nicht jetzt so detailliert und wissen, was die können so, aber zumindest können wir uns grob schon mal ein Bild machen. Und wie schnell eigentlich jetzt zum Ende hin doch noch einfach so jeder von denen eine Frucht bekommen hat. Eine perfekt passende Frucht, muss man dazu auch sagen. Und diese Früchte zusammen sind halt so krass, wenn man sich die Synergien zwischen den einzelnen Fähigkeiten mal reinzieht und sich immer einfach vorstellt, was man theoretisch mit denen machen könnte, merkt man einfach, dass Blackbeard ein Genie ist und der das perfekt nach dem Buch der Teufelsfrüchte so gejagt hat, diese Früchte. Aber es war ja auch schon immer sein Ziel. Es hieß, die Blackbeard-Piratenbande jagt Teufelsfrüchte. Und genau so war es. Und ich frage mich, ob sie jetzt noch weitere Teufelsfrüchte jagen oder ob Blackbeard vielleicht noch eine weitere Teufelsfrucht gegessen hat oder ob es immer nur noch bei der Bebenfrucht und der Finsternisfrucht bleibt, weil das ist immer noch, die beiden Früchte in der Kombination ist immer noch das Gefährlichste in ganz One Piece, würde ich so sagen. Ihr schreibt eure Meinung jetzt in die Kommentare. Ich bin erstmal raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.